Weitere Tote im Gazastreifen. Israel beschießt Moschee. Frankreichs Präsident Macron verkündete, dass sich 88 französischsprachige Länder für einen sofortigen Waffenstillstand im Libanon ausgesprochen haben. In Ungarn haben Tausende gegen eine Übernahme der öffentlich-rechtlichen Medien durch Orbáns Fidesz-Partei protestiert. Organisiert wurde der Protest von Orbáns größtem Gegner, Péter Magyar. Immer mehr handyfreie Schulen in Dänemark. Bei einem israelischen Angriff auf eine Moschee im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 26 Menschen getötet worden. Demnach hatten Geflüchtete in der Moschee Zuflucht gesucht, als der Angriff erfolgte. 4 weitere Menschen seien in einer nahegelegenen Schule getötet worden, die zu einer Notunterkunft umfunktioniert worden war. Israel gab an, beide Angriffe hätten Militanten gegolten, legte aber keine Beweise vor. Schätzungsweise 300.000 Menschen halten sich noch im stark zerstörten Norden des Gazastreifens auf, während rund 1 Million Menschen in den Süden geflohen sind. Im Kampf gegen die vom Iran unterstützten militanten Gruppen und Terrororganisationen hat Israel seine Bombardements auf den nördlichen Gazastreifen und den Südlibanon intensiviert. An der jüngst eröffneten Front im Libanon gegen die Hisbollah führte Israel am Sonntag mehr als 30 Bombenangriffe auf verschiedene Teile Beiruts durch. 88 französischsprachige Länder haben zu einem sofortigen Waffenstillstand im Libanon aufgerufen. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Auf dem 19. Frankophonie-Gipfel in Paris sagte der französische Staatspräsident zudem, dass die Gruppe eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Libanon beschlossen hat, die noch im Oktober stattfinden soll. Im September hatte Israel eine Bodenoperation im Libanon eingeleitet, die Stellungen der Hisbollah nahe der israelischen Grenze ausschalten soll. Seit Beginn der Libanon-Offensive wurden in knapp 2 Wochen mindestens 1400 Menschen getötet und 1,2 Millionen aus ihren Häusern vertrieben. Israels Premierminister Netanyahu kritisierte Macrons Äußerungen scharf. Alle zivilisierten Länder sollten fest an Israels Seite stehen, so Netanyahu. Netanyahu meinte weiter, sein Land führe einen Krieg an 7 Fronten zum Schutz der Zivilisation. Unterdessen demonstrierten in Paris tausende Menschen gegen französische Waffenlieferungen an Israel und in Unterstützung sowohl Libanons als auch des Gazastreifens. Vor dem ersten Jahrestag des Gazakrieges haben in ganz Europa Tausende von Menschen zur Unterstützung Palästinas demonstriert. In Rom verliefen die Proteste zunächst friedlich, bis eine kleinere Gruppe versuchte, die Kundgebung ins Stadtzentrum zu verlagern, obwohl örtliche Behörden das verboten hatten. Es kam zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. In London marschierten Tausende unter starkem Polizeiaufgebot zur Downing Street. Mindestens 17 Personen wurden festgenommen, als es zu Handgreiflichkeiten mit Gegendemonstranten kam. Auch in anderen europäischen Ländern waren Kundgebungen geplant, darunter in Griechenland, Dänemark und der Schweiz. Der Krieg begann am 7. Oktober vergangenen Jahres nach dem Überraschungsangriff der Hamas, bei dem 1200 Israelis getötet und 250 Geiseln genommen wurden. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza, das nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheidet, wurden seitdem mehr als 41.000 Palästinenser getötet. Fast 100 Israelis werden immer noch als Geiseln in Gaza festgehalten. Vor dem Sitz der staatlichen Medienorganisation MTVA in Budapest haben Tausende gegen das, was sie Lügenpropaganda der dortigen Staatsmedien nennen, protestiert. Organisiert wurde der Protest von Ungarns prominentestem Oppositionsführer Péter Magyar. Magyar versuchte, eine Liste mit 16 Forderungen seiner Partei zur Pressefreiheit live on air zu verlesen, was ihm aber nicht gelang. Ungarische und internationale Beobachter warnen seit langem vor einer Bedrohung der Pressefreiheit in dem Land. Sie werfen der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orbán vor, Medien durch regierungsnahe Industrielle aufgekauft zu haben, um sich ein regierungsfreundliches Medienimperium aufzubauen. Reporter ohne Grenzen schätzt, dass Orbáns Partei durch diese Aufkäufe über 80% des ungarischen Medienmarktes kontrolliert. Die Gruppe hatte Orbán vor 3 Jahren als einzigen EU-Regierungschef zu ihrer Liste der Feinde der Pressefreiheit hinzugefügt.
In Tunesien waren die Menschen am Sonntag aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Allerdings gilt eine Wiederwahl von Amtsinhaber Kais Saied fast als sicher. Die meisten seiner politischen Gegner sitzen im Gefängnis oder wurden von der Wahl ausgeschlossen. Die letzten beiden Wahlen in Tunesien wurden für die Einhaltung demokratischer Normen gelobt und Tunesien als einzige Erfolgsgeschichte des arabischen Frühlings gefeiert. Doch die zunehmend autokratische Regierung und Verhaftungen von Oppositionellen wie Menschenrechtlern werfen die Frage auf, ob auch diese Wahl den Normen entspricht. Befürworter der Demokratie fordern die Europäische Union auf, mehr Druck auf die Regierung auszuüben. Doch seit dem jüngsten Abkommen zwischen der EU und Tunesien unter Saids Führung ist die Migration drastisch zurückgegangen. Experten befürchten, dass diese wichtige Rolle des amtierenden Präsidenten den möglichen Rückschritt bei der Demokratie überschatten könnte. Das türkische Forschungsschiff Oruçreis hat Istanbul verlassen, um vor der Küste Somalias nach Öl- und Erdgasreserven zu suchen. Die Oruçreis soll voraussichtlich 7 Monate lang dreidimensionale seismische Daten sammeln. Die Daten werden zur Analyse nach Ankara zurückgeschickt, um potenzielle Bohrstellen zu identifizieren. Anfang des Jahres hatten die Türkei und Somalia Absichtserklärungen über eine maritime Explorationslizenz für 3 Offshore-Gebiete unterzeichnet. Im Vorfeld des UN-Gipfels COP29 im November warnen Experten auf dem Klimagipfel in Baku vor extremen Wetterverhältnissen, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung bedrohen. Auf der Baku Climate Action Week, die dem Gipfel in Baku vorausgeht, betonten Sprecher die Bedeutung von Häfen als Lebensader. Hurrikane und der Anstieg des Meeresspiegels beeinträchtigen demnach die Funktionsfähigkeit von Hafenanlagen, setzen Lieferketten unter Druck und schaden dem Bruttoinlandsprodukt der Länder. Laut Forschern ist der Welthandel jährlich in einer Größenordnung von rund 73 Milliarden Euro gefährdet. Eine gemeinnützige Organisation hat zur COP29 einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie einige Häfen mit dem Klimawandel umgehen. Sie hofft, andere Länder damit zu inspirieren. There are 17,000 ports around the world and 30 million individuals work directly within them. So it's not just imports and exports and people's livelihoods are dependent on ports. The countdown to COP29 is on in Azerbaijan. The country says one of its focuses will be on water. It wants communities to come together and create knowledge hubs, sharing information that will lead to policies that will protect water basins. Diskutiert wurde auch die Rolle der Technologie und wie künstliche Intelligenz zu Klimainnovationen führen kann. What kind of action can they take? So this is action, establishment of the knowledge hub, cooperation in that knowledge hub, discussing the way the policies that would take into account the interests of all countries sharing the basins, creating data, creating information on that water basin. Eine landwirtschaftliche NRO, die im COP29-Beratungsgremium sitzt, erklärte, sie verstehe, dass es Zweifel gibt, ob die Gipfeltreffen wirklich zu Umweltverbesserungen führen. Aber der Druck seitens der Bürger und der Zivilgesellschaft sei wirksam. So what I would want to say is that progress can be slow, but progress does happen in these COPs. So we have to be patient, but at the same time we have to agitate for faster change. So Aditi Mokeri, Direktorin der CGIAR Climate Impact Plattform. Ein 55-jähriger Mann ist gestorben, nachdem er in einem Wald im Norden der Slowakei von einem Bären angegriffen worden war. Das melden dortige Behörden. Die Attacke geschah in der Nähe des Dorfes Hübe in der Hohen Tatra, wo das Opfer Pilze sammelte. Der Bär hatte eine der unteren Hauptarterien des Mannes getroffen, was zu massiven Blutungen und schließlich zum Kreislaufstillstand führte. Der Mann ist das dritte Opfer eines tödlichen Bärenangriffs in der Slowakei. Der erste geschah vor 3 Jahren in der gleichen Gegend. Berliner Wahrzeichen werden zu illuminierten Kunstwerken. Während des Lichterfests in Berlin schauen sich tausende Menschen das Spektakel an. Wenn allabendlich das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm oder der Dom in bunte Farben und Lichtinstallationen gehüllt werden. Dieses Jahr feiert das Festival of Lights sein 20-jähriges Jubiläum. Virtuelle Aquarien mit Fischen und Insekten sind auf den ikonischen Gebäuden zu sehen. Große Menschenmengen bestaunen eine riesengroße Friedenstaube auf dem Dom.
Neben den Festivals in Lyon, Sydney, Moskau und Eindhoven ist es eines der bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt. Es hat sich zu einer bedeutenden Touristenattraktion und einem Wirtschaftsfaktor für Berlin entwickelt und in der Vergangenheit mehr als 1 Million Besucher angezogen.